Söhchen, warum ist OBS so weit nach unten gerutscht? So. Und das da. Da steht da hinten. Aber eine kurze Pause. Oh, heiß, heiß, mein Arsch. Heiß, heiß, heiß. Da bin ich. Warte mal. Jetzt müsstest du akzeptieren klicken. Am Gespräch beteiligen. Genau. So. Hacker-Modul-Anfrage. Haben Sie den Computerkern? Ich habe ihn. Er sollte uns in die Festung der Schreckensmeister bringen, solange sie nicht die Codes für die Tore geändert haben. Das ist nicht sehr wahrscheinlich, obwohl unser Zeitfenster begrenzt ist. Wir haben seit ihrem Aufbruch zusätzliche Verluste erlitten. Ein Jedi-Meister und 3 Soldaten liegen im Koma. Sergeant Trela drohte im Wahn damit, auf unsere Truppen zu feuern. Doch sie scheint wieder bei Verstand zu sein. Ja. Ich mach mal eins. Du einfach aus. Die Schreckensmeister wollen Tech- und Biowaffen in dicht besitzen. Jetzt hast du 24, nicht 51. Schiffe, um die Galaxis auszulöschen. Geht und haltet sie auf. In der Zwischenzeit öffnen wir die Festungstore. Ist irgendwas mit den Antworten zu tun? Ich kann die ungefähre Position bestimmen. Die Schreckensmeister lassen den Start wahrscheinlich von hochrangigen Offizieren beaufsichtigen. Aufgrund ihrer Tendenz, ihre Diener zu modifizieren, rate ich zu äußerster Vorsicht. Welch großes Talent. Oh, warte mal, da kann man doch, glaube, P, Schnellreise, genau. Da kommt man hin mit der Schnellreise. Ja, wo müssen wir überhaupt? Ans andere Ende. Also. Peace! Hast du nicht ausgewählt, du hast sie noch nicht. Ja. Wir sehen uns in 10 Jahren. Strahlungssignaturen entdeckt. Die Waffen der Schreckensmeister werden geladen. Und die Schiffe für den Start vorbereitet. Sei froh, dass du nicht hier bist, deine Kira würde wieder sinnlos kämpfen. Ja, ich auch. Hallo, kämpfst du mal? Ey, was ist denn das für einer? Alter! 119.000, ich bin weg. Das ist ja die Sith-Seite. Alter, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. The Kira Shot. Weil Kira noch auf Schaden steht. Ja, die haben ja alle so ein ekelhaftes Level. Ich bin down. Oh, ich lebe gleich wieder. 2, 1. Da lebe ich. Oh, ich habe mich ja zur Sith-Seite teleportiert. Stimmt. Du darfst ja jetzt Jedi nicht hin. Sei froh, dass du hier nicht warst.
So, wo bist du? Okay, hier, ich hier mich kurz. So. Irgendwas vernichten. Die da. Ich blick nicht mehr durch, was wer du bist, wer ich bin. Ist doch egal, einfach killen. Das waren nicht die richtigen. Warte mal, doch beschriebene Schreckenstruppen. Ja, das sind 3 von 50, das ist egal welche. Kira, du wirst jetzt mal auf Heilung wieder gehen. Ich verliere irgendwie zu viel Rotzeplöre. Hast du mal gesehen, wie groß dieser Radius ist? Warum haben wir uns hierher begeben? Ja. Ah, hier sind doch die Nächsten. Alter, meiner visiert einfach nicht mehr richtig an, oder was? Die sind auch nicht. Kommst du klar? Ja. Ja, ja. Ich glaube nämlich, dass das die da sind. Aber das andere ist ja nur Helden 2 Rotze, das braucht man nicht. Wir müssen ja nur die Schreckenstruppen. Und davon haben wir ja jetzt schon 6 insgesamt. Nee, immer noch nicht. Also bei mir steht 6 von 50. Ja, das ist ja auch scheißegal. Also, ich habe 7 von 50. Steht bei mir. Das meine ich auch gar nicht. Ich meine die richtige. Ah ne, ist eine Helden plus 2 Mission. Keine Ahnung, wo die herkommt. Ja, nee, die. Warte mal, Map. Die Helden plus 2, das ist bei uns auf der Map gesehen, auf der rechten Seite, da wo ich gespawnt bin. Ja, okay. Das werden wir nicht machen. Aufgeben. Habt ihr aufgegeben? Helden plus 2, aufgeben. Heißt das jetzt einfach wirklich so viele Typsis killen? Ja, 50 Stück von diesen verfluchten Jedis. Oder was auch immer. Und die spawnen auch nicht. Na, wow. Das sind aber die falschen. Ich zähle auch. Ich habe 13 von 50 jetzt. Ich habe 8 von 50, hä? Och nee, zählt das wieder nicht. 9 von 50? Müssen wir die einzeln killen? Oh je. Oh, Loot einsammeln, das darf ich nicht vergessen. Ach du Scheiße. Jetzt sind hier keine Gegner mehr. Ja, ich habe 18 von 50. Ja.
Risiko 23 von 50 habe ich jetzt auch. Ich renne einfach den Turm wieder hoch. Da hast du immer 4 bis 5 Stück auf einmal. So, 33. Alter, du brauchst so schnell zu sein. Ist doch nicht schlimm, ich warte hier auf dich. Aber seltsam, dass das nicht zusammengewertet wird, oder? Wir sind zu weit auseinander. Das kann tatsächlich auch sein. Oder? Da gibt's dann wieder schön was zu verkaufen hier. So. Bombs, wo seid ihr? Ich brauche noch 8 Stück. Hopp, hopp, hopp. Geht vielleicht bei mir auch ein bisschen schneller, weil ich ja scheinbar mehr Damage mache als du. Du machst mehr Damage, definitiv. Du musst es ja auch nochmal doppelt brechen, den Damage bringen. Weil du zwei Lichtschwerter hast. So schnell stirbt niemand. So, 15 noch. Na, natürlich ist wieder der anvisiert, der 10 Kilometer weit weg ist. So, 6 noch. Ich habe jetzt gar keine Quest mehr. Ich habe jetzt nur noch die, die dir noch angezeigt wird. Ganz komisch. Es kann sein, weil ich schon nicht fertig bin. So, einen noch. Einen einzigen noch. Ah, hier gibt's aber kein Einzelfisch. Doch. Nee, das ist auch mehrere. Egal, scheiß drauf. Kämpf mal schnell. Cool.
Nein, jetzt hab ich den. Och. Und noch ein extra Kampf. Oh, Mann, ey. So. Offen. Annehmen. Hä? Jetzt wird mir aber auch nichts mehr angezeigt. Ja, Questreihe beendet. War ja nur eine gelbe. Ja, die ist wirklich beendet. Die taucht auch nicht mehr im Tagebuch auf. Ich reise mal zu der Trolle. Ich glaube wirklich, dass die jetzt vorbei ist. Ja, ist auch. Aber wir müssen wir nicht noch hoch in den Turm? Da war doch was. Ich bin ja jetzt gerade am... Oh ne, hier sind alle nachgespawnt. Ich komme zur Trolle. Die hat eine Nebenquest für uns, dieses Triala. Ich weiß nur nicht, ob wir die annehmen sollen. Ah, nee. Jetzt sind wir ja durch mit dem Planeten, weil... Ja, können wir jetzt gleich zurück aufs Raumschiff. Da haben wir das auch hinter uns. Ging ja rucki zucki hier. Wie lange hätte man alleine gebraucht für den Planeten, wenn man das Biest wirklich alleine nicht down kriegt? Unendlich. Das hat halt nicht geschafft. So. Du wirst mir auf meinem Schiff angezeigt. Na, du auch. Jetzt ist noch die andere gelbe Nebenquest, ne? Die Belsarvis. Belsarvis, genau. Warte, ich markiere mir die so. Berechtigung erfordert Zugriffsberechtigung Sektion X. Wieso habe ich die zweimal bekommen, die Nachricht? Reise zur Belsarvis, blabla, Orbitalstation. Ja, doch, wenn du. Hä, erfordert Zugriffsberechtigung Sektion X? Ja, keine Mission. Wenn ich die. Ich annehme. Auch. Dann lassen wir die erst. Ganz. Warte. es ist eine gelbe Scheiß drauf. Aufgeben. So. Hello. Ilum. War das nicht da, wo du schon so weit bist? Dios bin ich soweit. Darum Ilum. Warte. Ilum, eine Eisfelder, das Imperium oft unter der Leistung des Zuflots darf. Was erfahren das? Wir müssen dann gucken. Nicht, dass wir irgendwo was jetzt überspringen. Taron schon möchte mit dir. Brechen, benutze die bla bla bla. Die bizarre bla bla bla. Diese Mission kann einmal wiederholt werden. Das ist Fallen Empire. Nein. Wir möchten halt gucken. Nicht, dass wir da jetzt irgendwas überspringen, weißt du? Ja, aber Ilum hat nichts mit dem Überspringen zu tun. Ilum ist eine normale Weltenquest-Reihe. Zios ist die mit. Teron Shan möchte mit dir sprechen. Das ist ja der Dulli von dem anderen Teil. Genau. Das ist diese Hauptstory, sage ich jetzt einfach mal. Der Planet der Waffenhersteller, der jetzt lokal bekannt ist. Planeten für die Allianz sucht eine Imperium, ein Rennen nach lokal und die Forschung. Ja, gut, dann machen wir erstmal Ilum. Ilum. Möchtest du die vergessen, wird wirklich starten, du wirst zum Missionsbereich transportiert, sobald du akzeptierst. Ja. Was? Das kannst du alles übers Logbuch machen. Ich habe die angenommen und wenn nicht, jetzt steht bei mir zerstöre den Reliktivbohrer. Ja, ich werde gerade zum Planetentipet, ohne dass ich was machen muss. Hä? Du kannst es im Logbuch die Mission schon starten und dann wirst du automatisch ein Tipet. Ja, nö. Ging nicht. Oh, meine müden Knochen, ey, ich bin's alt. Boah, heute Abend schön Eisbergsalat mit Wurst und Käse, Joghurtdressing essen. Und dazu die Mini-Pizza meiner Tochter. Ja, was Ungesundes und was Gesundes. Läuft.
Hab heute nebenbei auch mein Fahrrad gebaut, wo die Kleine da war. Es war eine Bremsbacke, musste ich nur einrichten, dass sie halt nicht mehr am. Oh, Moment. Bin gerade im Gespräch. Oder auch nicht. Wo bist denn du? Ich bin hier gerade in dem Video drinne, wo der Dulli läuft. Du bist schon auf dem Planeten, oder wie? Ja. Ich war noch auf dieser fairen Zwischenstation. Ja, nee, ich bin noch direkt zum Planeten. Und jetzt habe ich gerade dieses Video, aber irgendwie... Die ewige Allianz ist stärker als jemals zuvor, Commander. Jeden Tag schließen sich uns neue Welten an. Nennt einen Planeten, den Valen terrorisiert hat. Und wir helfen beim Wiederaufbau. Da fällt mir ein, Sakul hat uns erneut kontaktiert. Sie erbitten weitere Hilfe. Sakul hat genauso gelitten wie alle anderen. Sorgt dafür, dass sie alles bekommen, was sie brauchen. Wird erledigt. Ihr haltet mich hin, Theron. Wie ist der Status unserer Mission? Hey, was für eine Questreihe? Ich wollte das Beste für den Schluss aufheben. Lana sollte mittlerweile schon ganz in der Nähe der Superwaffe sein. Oh, ich hab meine Sith-Braut wieder dabei. Meldet euch, Lana. Wie kommt ihr mit der Strahlenkrankheit klar? Ach, macht euch keine Sorgen deswegen. Oder was sagst du, C6? Ihr habt den Droiden gehört. Lana ist gleich ganz schön überheblich. Konzentriert euch auf die Mission. Habt ihr die Superwaffe schon gefunden, Lana? Unseren Informationen zufolge sollte sie genau vor mir sein. Einen Moment. Lokalisiert. Führe Scan durch. Das Energieniveau sprengt die Skala und es steigt immer weiter. Unglaublich. Kontakt! Lana, was ist da los? Ich habe Gesellschaft. Macht die Republik hier. Das Sith-Imperium. Sie müssen hinter der Superwaffe her sein. Stell die Verbindung mit Lana wieder her. Schnell! Ich arbeite dran. Vor allem, ich hab das halt nicht mal. Keine Sorge, ich habe sie abgeschüttelt. Wen abgeschüttelt? Das Sith-Imperium und die Republik. Sie sind auf Iokard. Und sie scheinen um die Kontrolle über die Superwaffe zu kämpfen. Wenn sie wissen, was gut für sie ist, geben sie auf. Ich will Kaiserin Asina sprechen und den Anführer der Republik. Wer auch immer das gerade ist. Das wäre dann wohl Oberbefehlshaber Jace Malcolm. Dem feindlichen Funkverkehr nach hört es sich an, als würden Asina und Malcolm die Mission auf Iokard leiten. Diese Superwaffe muss ja ein reizvolles Ziel sein. Laut meinen Scans ist sie mächtiger als alles, was wir bisher gesehen haben. Mächtiger als der ewige Thron? Gut möglich. Wenn sie der Republik oder dem Imperium in die Hände fallen würde, würde derjenige die ewige Allianz als vorherrschende Macht in der Galaxis ersetzen. Die Folgen wären katastrophal. Dann haben wir keine Wahl. Diese Waffe darf nicht in die falschen Hände fallen. Wie geht es jetzt weiter, Commander? Wir treffen uns auf Iokard mit euch, Lana.
Begebt euch zum Flottenturm und fangt an, einen Landebereich freizumachen. Verstanden. Wir sehen uns bald. Schiffe der ewigen Flotte, macht euch sofort auf den Weg nach Iokat und erwartet meine Befehle. Wir müssen einen Krieg gewinnen. Es geht einfach noch weiter, das Video. Oh, wir sehen uns morgen wieder. Hallo, Iokat. Du siehst gefährlich aus. Hä? Jetzt bin ich auf Iokat? Da stimmt was nicht. Die imperialen und republikanischen Flotten greifen sich nicht an. Nein, 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 nein! Ich hab doch Iokat angeklickt! Irgendwas stört unsere Waffensysteme. Die Quelle liegt auf der Oberfläche des Planeten. In der Nähe der Superwaffe. Ich hab irgendwas mit einer Superwaffe. Hier ist gerade gar nichts mehr. Die ewige Flotte ist offline, Commander. Sie kann uns nicht helfen. Ich will das jetzt ohne überspringen. Nee, warum auch? Sagt den Gemini-Captains, sie sollen eine Abhilfe finden. In der Zwischenzeit begeben wir uns auf die Oberfläche. Du wirst angezeigt, als würdest du mit einer Nebenquest-Typ sprechen. Wenn es eine Möglichkeit gibt, der Flotte zu helfen, dann auf Iokat. Quatsche mit dem Sohn von der Bastilla Shan? Ja, ich weiß nicht, ich sehe es ja, aber wird halt als Nebenquest angezeigt. Du warst doch schon mal auf dem Planeten. War das nicht Ilum? Ich habe hier von Ilum ein bisschen was aufgedeckt, ja. Aber so ein langes Gespräch hatte ich nicht. Nee, im letzten Stream? Wo wir beide auf unterschiedlichen Planeten waren. Achso, nee, das war zuerst. Das war zuerst. Okay. Nö, hier komme ich gerade nicht rein. Warte mal, jetzt ist fertig. Die vergessene Welt. Und dann habe ich noch eine Liederne bekommen mit Kristallkugel. Kristallkugel, die verfolge ich gerade. Genau. Und dann habe ich aber noch darüber stehen, die vergessene Welt. Zersplitterte Allianz ist neu dazugekommen. Die habe ich nicht. Der technische Planet, lokale Waffe für sich zu beanspruchen. Das ist aber alles hier. Auf Ilum. Oder? Warte mal, ich bin jetzt hier irgendwie. Die vergessene Welt, genau. Das ist das hier. Ja, aber. Und Kristallkugel ist auf Ilum. Aber wie bin ich denn jetzt dahin gekommen? Ich verstehe das gerade nicht. Nee, ich muss das aber jetzt so machen, weil irgendwie komme ich hier so nicht zurück. Ich weiß aber gar nicht, wie hast du das angewählt überhaupt? L? Ja, genau. Dann habe ich halt Ilum angeklickt. Ja. Und dort steht dann Mission starten. Das steht bei mir jetzt halt nicht mehr da. Und bei mir steht das noch nie da. Ich habe die Ilum-Questreihe jetzt einfach mal zurückgesetzt. Muss ich zur republikanischen Flotte. Ich verstehe das ja sowieso alles irgendwie nicht. Ich bin. Ach du Scheiße, ist eine Level. Ich bin auf Level 70 zurückgestuft, ne? Kann es das. Kann ich dann ja gar nicht machen. Ja. Dann ist das davon anscheinend eine Nebenhauptstory. Ich sehe nämlich gerade mein Schwert, das ist auf 1205 Max Damage hoch. Versuch das jetzt einfach mal. Aber ich habe halt die Kristallkugel angeklickt, deswegen Ilum, deswegen verstehe ich das nicht.
Verunreinigungen entdeckt. Aber wir sind immer noch in einer Gruppe drin. Alles klar. Ich sehe auch, dass die gut Damage machen bei dir. Und ich habe da einen neuen Partner an meiner Seite, der anscheinend nicht richtig heilen kann. So, wir haben 155.000. In Luft. Geisen. Genau. So, der Lana, ist down. Wir sind auf Iokat gelandet. Perfektes Timing. Trefft mich bei diesen Koordinaten und achtet auf Droidenwachposten. Räumt den Bereich. Der Flottenturm muss sicher sein, bevor wir hier ein Lager aufschlagen. Verstanden. Ich verstehe das trotzdem. Möge die Macht nicht. Euch immer dienen. Vergessene Welt. Aufgabestufe 75 verfolgen. Der technologische Planet Lokat kann endlich wieder von Humanieren. Ne? Mission zurücksetzen, täglich 20 Stunden, das. Ey, es ist eine lila eine Quest, ich verstehe das nicht. Wieso wurde mir die jetzt gegeben, obwohl ich eigentlich nach Illum will? Darko, ich komme gleich nach Illum. Ich reise kurz zur Flotte zurück. Bei Level 75, Level 70, boah. Ja doch, ich kriege ja die ganzen DLCs dadurch, dass ich immer Premium hatte. Ah, bin ich mal gespannt. Ich komme jetzt nach Illum. Hey, das ist noch ein anderes Gespräch. Ich warte jetzt hier einfach mal. Wenn wir noch was das Naschen holen, bis gleich. Jo. Aktuelle Meldung. Dantooine wird angegriffen. Im Zuge eines Überfalls auf der Oberfläche des Planeten hat Nova Blade eine Gigant... Creepy, creepy. Geht gleich weiter. Sicher Popüche nach Ilo. Das ist halt wirklich eine komplett andere Sache. Muss man nicht verstehen. Lass uns uns hier angucken. Hm.
Sühchen, jetzt sind wir hier. So, wo steht er? So. Also das, was ich gerade hatte, ne? Das ist eine komplett eigenständige Questreihe. Irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin. War ganz creepy. Ilo. Ich habe das jetzt erstmal komplett ausgeblendet. Kann man ja zum Glück machen. So, jetzt bin ich auf Ilo. Jetzt muss ich erstmal Sachen verkaufen. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge an. Weg damit. Weg damit. Weg. Was ist das? Unterweltware, lass mal. Weg damit. Was ist das? Ein Drescher der Effizienz von Blast. Ich habe Deutscher gelesen. Das sind alles Billo-Rüstung, die kommen weg. Und das können wir alles verkauft werden. Das Schwert brauche ich nicht so. Sie sind einsatzbereit. Wo ist Darkolinchen? Müsstest du dir, ich sehe dich wieder auf der Map, du müsstest mich eigentlich aussehen. Hätte nicht gedacht, dass ich dich nochmal wiedersehe. Stopp mal! Ich höre was! Das Bein war's, oder? Oh ja, ich hör's doch auch die ganze Zeit. Könnte ich Bäume ausreißen. Braucht wohl dringend Leute. Wollen wir gleich. Das nehme ich über der Station, oben auf dem Dach. So, ihr steht alle unter mir. Gut, ihr seid da. Wir brauchen dringend eure Hilfe, wenn wir den Feind besiegen wollen. Lasst mich euch eure Verbündeten vorstellen. Meister Baudin von den Jedi und die Kommandanten Karuva, Gianda und Yetjub. Nein, Karuva. Der Angriff auf den Tempel soll nur von Darth Aros wahrem Ziel ablenken. Genau wie bei den Friedensgesprächen vor der Plünderung von Coruscant. Welche? Ich habe eins genommen. Darth Aho ist ein Sith. Die Eroberung des Tempels ist ein direkter Angriff auf unsere Ehre. Er fordert uns heraus. Wir dürfen diesen Köder nicht schlucken. Es gibt keine Gefühle. Nur Frieden. Lassen wir Oberbefehlshaber Rance seine Arbeit machen. Die Imperialen wollen die Kristalle auf Ilum. Sie dringen mit tiefen Bohrern zum Kern des Planeten vor. Die Bohrungen hinterlassen riesige Senklöcher. Die ganze Welt wird instabil. Wenn wir sie nicht aufhalten, könnte Ilum sogar in zwei Teile brechen. Wieso wird jede Welt eigentlich instabil? Kramanik. Wenn ich mir sowas angucken muss hier gerade. Auf jeden Fall. Euch immer, wenn eine Mine gesichert wurde, dann schicken wir Verstärkung, um das Gebiet zu halten. Bevor ich jetzt was auswähle, ist dir mal aufgefallen, dass wir beide die gleiche Stimme haben? Und auch fast gleich aussehen, bis auf die grauen Haare? Warum? Ja, alles klar, verstanden. Wenn ihr die ich konnte nichts auswählen! Scheiße! Ist nicht vorbei. Oh Mann! Solange wir nicht den imperialen Kommandoposten ausfindig oh machen, Gott, werden sie andere Wege finden, Ilums Kristalle abzubauen. Gute Idee. Nach Ausschaltung eines Tiefenbohrers solltet ihr immer die Datenaufzeichnungen aus dem Terminal der Mine herunterladen. Bringt alle Daten zur Analyse zu Sam Bradbar im Kommunikationszentrum. Das Schicksal Ilums liegt in euren Händen. Möge die Macht mit euch sein. Ich würde sagen, ich warte hier, du machst die Quest alleine. Du hast mehr Kraft als ich. Wie mehr Kraft? Du hast mehr Lichtschwert-Damage.
Nee. Du Scheiße. Warte mal. Wie viel macht das? Warte mal. Nicht bewegen, ja? Okay, das ist echt creepy, ne? Was denn? Ich sehe uns gerade von vorne, wir stehen beide aneinander. Wir sehen halt 1:1 gleich aus, bis auf der Bart, die Haare und die Narbe. Körperstruktur... Wie kannst du nach vorne schauen? Linke Maustaste gedrückt halten und andrehen. Ah. Wir haben die gleiche Stimme, wir haben nicht die gleiche Narbe, nicht die gleiche Frisur und den gleichen Bart, aber... Körperbaumäßig 1:1 das gleiche. Und wir haben uns nicht abgesprochen. Mensch, du musst mal in die Sonne, wie kreidenbleich du bist. Vor allem, ich habe normale Hautfarbe ausgewählt, also. Ne? Normale Menschenhautfarbe, nicht von den Pigmentierten oder von den anderen. Das ist niemals normal. Ja, vielleicht ist es das Licht hier drin. Weil du bist bei mir sehr, sehr dunkel. Also als ob du aus dem südländischen Raum kommst. Aber wenn man es so nimmt, ne? Ich habe normale Hautfarbe. Ne, bei mir ist die dunkel tatsächlich. Wenn man das so nimmt, du hast die grauen Haare, ich könnte dein Sohn sein. Ja. Aber im Real Life wäre es andersrum. Ne, aber wie viel Damage macht dein Schwert? Jetzt macht es 316. Na gut, bei mir 370. Mal 2, weil du ja 2 hast. Ich glaube nicht, dass sich das irgendwie addiert. Wenn ich gerade ehrlich bin. Aber die Diskussion hatten wir schon häufiger. Ich will jetzt da hoch. Nicht nur du. Also wenn ihr das schon so anlächelt, no, dann will man es so haben. Vor allem, du bist auch mit dem Gleiter irgendwie schneller als ich. Das weiß ich. Also, ich weiß nicht warum, aber das ist mir auch schon aufgefallen. Ich bin schneller als du mit dem Gleiter. Ich höre das, ich sehe es aber nicht. Hier drinnen. Ach, da kann man rein. Matrix-Splitter bloß. Ich weiß immer noch nicht, für was die gut sind. Hä, wo bist du jetzt? Immer noch hier drin. Achso, ich hab dich einfach gar nicht gesehen. ich habe hier tatsächlich nichts aufgedeckt, aber wir müssen eh in die Richtung. Aber warum hast du hier schon was aufgedeckt? War das vorher schon? Da, wo wir hin müssen, haben wir auch noch nicht aufgedeckt. Eigentlich bleibt mal stehen, wir fahren mal gemeinsam nebeneinander los. Wohin? Na, hier hoch und dann zum Punkt halt. 3, 2, 1, go. Ja, ich bin schneller. Warum auch immer. Ich habe aber nur diesen ganz normalen Billo-Gleiter. Dito. Mein Modell ist halt windschnittiger. Weil ich habe Autofahren gerade an. Ach du Scheiße. Nee. Keine Ahnung, welche Taste das war. Bei mir ist es die Maus, auf der Maustaste die fünfte, die Taste tatsächlich. Alter, wo ist Kira? Ich bin gleich tot! Hä? Wo warst denn du? Ich bin weitergefahren, weil ich dachte, damit kommst du easy klar. Wo bist du denn du? Ich hatte keine Kira dabei, ich hatte nur 14.000 Leben. Du weißt, dass da vorne, wo es weitergeht, da ist da schon direkt die Mission. Ja, eben, ich wollte davor auf dich warten. Alter, ich muss erstmal weg hier. Das geht mal gar nicht. Wo ist meine Kira?
zu allem bereit. Alter, was fällt denn der alten ein, sich einfach sofort aus dem Kampf fernzuhalten? Jetzt können wir. Oh, jetzt fahre ich hier außen lang. Na, ich habe auch ganz normal Sprinten an und. Ich muss mal gucken. Nur weh. Vielleicht, ja, das mache ich gerade auch. Vielleicht kann ich auch wieder irgendwie bei einem Ausbilder noch was kaufen. Ich weiß es nicht. Dass ich da vielleicht irgendwas vergessen habe, ist mir eigentlich schon scheißegal. Wir müssen gleich mal überlegen, ob du Kira wieder auf Schaden stellst. Oder ich mach's gleich. Ich renne dir jetzt einfach mal wirklich nur hinterher und lass dich kämpfen. Das sieht sehr interessant aus. Wie die alle umfallen. Sieht das interessant aus. Die fallen alle einfach vor mir um. Kira geht mit rein, ich schalte mal Kira auf Damage, wenn der Kampf vorbei ist. Sehr interessant von hinten alles zu beobachten, wie die Gegner fallen. Aula Sack. Meine Kira macht es mir gleich tatsächlich. Ist das geil. Ich krieg halt nur einfach keinen Druck dadurch. Du hattest dich aber auch schon gebückt. Ja, da war irgendwas Lilanes für mich. Hier kann ich mich auch wieder bücken. Ne? Aber das hört sich falsch an. Wieso gehen die einfach auf eine Person, die sich nicht beteiligt? Das wollte ich gerade machen. Friss mein Lichtschwert. Genau, Kira, zeig's ihm. Ich mag diese Frau einfach. Okay, der Gegner ist ausgewählt. Ich kann irgendwie nicht kämpfen. Der macht die ganze Zeit nur vor zurück, so eine vor zurück Bewegung. Ganz komisch. Das hatte ich aber heute schon öfters. Ich glaube, ich sollte Anführer bleiben. Ihr müsst kämpfen, ich darf zugucken. Halt, da war eine Aufgabe. Sag mal, laufen wir hier überhaupt richtig? Wir müssen einfach nur alle Typsis killen. Nee, wir müssen ans Ende. Die Typsis sind nur Nebenaufgabe. Ach so. Irgendwie habe ich das Gefühl, du profitierst mehr aus dieser Partnerschaft. Warum? Ich muss immer wieder zurückrennen und loot. Warum fliegt hier einer in der Luft? Ach, Darko.
Ja, nee. Da oben sind auch noch welche. Die siehst du hoffentlich. Ich kümmere mich oben um die. Achtung, mach dein Bumm. Kaputt. Oh, Loot. Ich habe die erste Grube gesichert und das Kommunikationsterminal gescannt. Gute Arbeit. Wir schicken ein Team, um die Mine zu sichern. Ihr geht weiter zur nächsten. Ich benutze eine Schnellreise. Kommt man da überhaupt hin? Allgemein. Ne, warte mal, die wird dir hier gar nicht angezeigt. Wir sollen ja zum nächsten Tiefenbohrer gehen. Ja, der wird angezeigt. Mir nicht. Wenn ich die Map öffne. Ach, dort. Jetzt auf einmal. Na, aber sagen, der wird mir nicht angezeigt. Nee, der wurde mir vorher wirklich nicht angezeigt. Oh, könnten die Data Cons, die man eingesammelt haben, die Klappe halten? Hä? Wo bin ich denn jetzt? Warte, dann kann ich auf dich warten. Sollte immer an sich arbeiten. Oh, hier die Ritterausbildung. Zeig mal her. Was ihr hier lernt, kann euch und anderen das Leben retten. Hä, wo bin ich denn jetzt gelandet? In Stockwerk tiefer, du musst doch mit dem Fahrstuhl hoch. Na toll. Flashpoint, die Schlacht von Ilum. Flashpoint, der falsche Imperator. Flashpoint hatten wir schon. Echt? Der falsche Imperator auf jeden Fall. Oh mein Gott, da knackt's im Rücken. Das sieht aber echt voll schön aus. Die Nacht. Danke, dass ich schön aussehe, das musst du nicht sagen. Die Nacht. Es sieht aus wie eine Nacht bei uns im Pirna. ich glaube, ich bin gerade falsche Richtung rausgeplumpst. Oh, ja. War ich einmal rum. Warte. Wenn du so tollpatschig auch in Lost Ark bist, dann brauchst du dich nicht wundern, ob ich manchmal so schnell aufhole. Ja, das gibst du ja dauerhaft. Nö. Ah, doch. Genauso wenig wie hier. Gibt's in Lost Ark eine Gruppe? Ja, natürlich. Müssen wir dann mal machen. Dann? Na, heute nicht mehr. Müssen wir dann mal machen? Naja, dann. Dann mal machen. Ja. Hat nichts mit heute zu tun. Na, dann heißt für mich heute, jetzt, gleich, später, in einer Stunde, in zwei Stunden, in fünf Stunden. Fahre ich jetzt richtig? Nö. Nee. Autofahren. Kein Wunder, dass du keinen Führerschein hast. Den will ich Uni haben. Warum auch? Ich habe zwei gesunde Beine, wenn ich die gerade mein Problem habe. Und seit neuestem sogar ein Fahrrad. Mit dem bin ich heute durch die Wohnung gefahren. Ist halt wirklich so. Ich musste ja gucken, wegen der Bremse. Passt alles. Lenker kann ich leider nicht höher stellen, aber ich kann damit den einen Tag zum Arzt radeln. Das reicht mir aus. Mhm.
Guck mal, ich habe immer noch Autofahren an. Der läuft halt die ganze Zeit jetzt von alleine noch, bis ich es unterbreche. Du bist Level aufgestiegen? Nee, Vermächtnisstufe aufgestiegen. Ah ja, das dauert bei mir noch ein Weilchen. Das sind noch 248.000 XP, die da fehlen. Lang. Ah, wir laufen richtig. Hä, was war hier vorne? Hä? Lol, ich krieg Damage, obwohl ich gar nicht dabei bin. Richtig so. Imperialer Mechanismus, besiege den Imperialen. Loot. Abgeschlossen im Jugendschlag gegen das Imperium. Boah, hast du das gesehen, als ich geduckt und du angesprungen kamst? Nice. Heroes of Halo, okay. Ja, vor allem, die haben die Höhle gefehlt nur einmal wieder kopiert. Ja. Der will nicht mit mir kämpfen. Kämpfe ich gegen den. Loot? Nö, okay. Kommst du mal
Bin noch dabei. Wisst ihr, ohne mich wird's jetzt immer noch kämpfen. So, da hinten habe ich Loot. Loot. Besiege den Dritten, oder? Ich bin bei der letzten Mine. Alles ist sicher. Bringt diese Übertragungsdaten zu Sam Bradbar. Erwartet im republikanischen Kommunikationszentrum auf euch. Eine Schnellreise. Loot. Tut mir gut. Warte mal jetzt bitte. Hä? Wie bist du da hingekommen? Schnellreise? Kommst du mal? Da ist bei mir noch nicht mal aufgedeckt. Ich kann doch keine Schnellreise hinmachen. Wieso ist das bei dir? Das habe ich aufgedeckt, während du in diesem Gespräch warst. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Naja, ich gleite leider schon mal eine kurze Raucherpause.